Hallo zusammen, ich bin der Dominik von EVGA. Wir sind hier auf der Gamescon in Köln 2013 und heute sehen wir unsere neueste Innovation, die EVGA Hadron. Das ist unser neuestes Mini-ITX-Gehäuse. Man hat schon frühere Prototypen auf anderen Messen gesehen. Das ist jetzt die finale Version, wie es ausschauen wird. Geliefert wird es in Europa vermutlich Ende nächsten Monat. Das ist, so wird es aussehen. Eine Full-Size-Grafikkarte passt rein. Zwei Slots für 2,5 und 3,5 Zoll Festplatten. Es ist Platz für ein optisches Laufwerk. 500 Watt gold-zertifiziertes Netzteil, 42 Ampere auf der 12-Volt-Schiene. Also man kann alles mit betreiben, was reinpasst. Mini-ITX-Motherboard können wir jetzt unser neues Motherboard sehen. Würde ich auch empfehlen. Ja, und das ist so ziemlich die stärkste kleine Box, die man damit zusammenschrauben kann. Hier sehen wir jetzt die erste luftgekühlte Version. Später wird auch noch eine wassergekühlte Version rauskommen. Die ist ein kleines Stückchen höher, weil oben ein Doppelradiator drin ist und es wird ein Tank, eine Pumpe verbaut sein. Kühler sind dann keine dabei, die kann jeder selbst dazu kaufen.